Die letzten Jahre waren wirklich schwer für Alex und Britt Jolich. Gleich zweimal wäre das ehemalige Model fast gestorben. Aber Britt ließ sich nicht unterkriegen. Für sich und für ihre Familie hat sie sich zurückgekämpft ins Leben. Und heute Abend sehen wir die Jolichs bei dem spannenden Sat.1-Sozialexperiment plötzlich arm, plötzlich reich, in der ja zwei Familien für eine Woche Wohnung und Einkommen tauschen. Und für die Jolichs hat das bedeutet plötzlich arm. Werden Sie uns gleich ganz, ganz viel erzählen. Sie sind hier bei uns im Studio, freuen wir uns sehr. Guten Morgen, ihr beiden. Nochmal alles Gute fürs neue Jahr. Dir natürlich viel Gesundheit. Danke. Es gab eine Zeit, da konntest du nicht sprechen, nicht laufen. Erzähl doch mal, was war passiert? Ja, ich hatte ja, also ich sag mal jetzt, verschiedene Krankheitsvorfälle und unter anderem zwei Schlaganfälle. Und der zweite Schlaganfall, der hat mich dann doch sehr erwischt und ich war halt wirklich, ich konnte nicht sprechen, ich konnte nicht schreiben. Ich habe tatsächlich auch mein Englisch und mein Spanisch verloren, was ich dann erst später gemerkt habe. Aber das kam zum Glück relativ zügig alles wieder und ich habe dann auch dran gearbeitet. Mein Gesicht war schief, meine rechte Seite hing. Also, und jetzt sitzt du hier und strahlst. Alex, wie war die Zeit für dich? Wie hast du das erlebt? Naja, für mich ist das natürlich sehr schwer gewesen, weil du kannst nichts tun. Am liebsten hätte ich immer getauscht, hätte ich gesagt, pass mal auf, ich schlüpfe jetzt in deinen Körper und du schlüpfst in meinen Körper und ich übernehme das. Aber geht ja nicht und du kannst einfach nur hilflos zuschauen und immer nur hoffen, bei jeder OP, die dann folgt oder bei jedem Arztbesuch, dass dann irgendwann mal vielleicht auch was Positives irgendwie zu hören ist. Nicht nur immer diese Einschläge, die immer da kamen und diese negativen gesundheitlichen Gespräche, die man mit den Ärzten dann führt, mit den Professoren. Und das war natürlich für einen, wenn du alleine zu Hause bist und hast keine Chance, irgendwas zu tun. Dir sind die Hände echt gebunden. Du kannst nur morgens dahin fahren, abends dahin fahren. Du kannst irgendwie deiner Frau versuchen, das Leben so gut und so schön wie nur möglich im Krankenhaus zu machen. Ja. Und ich kann Koffer packen, das ist super fürs Krankenhaus. Ich habe so oft gepackt. Alex ist echt unbezahlbar. Einpacken, auspacken, also einpacken, wirklich, auspacken. Ja. Aber und man ist eben einfach hilflos. Ja. Und man sitzt da und natürlich, nachts denkt man einfach nach. Ja. Und man malt sich alles Mögliche aus und hofft einfach nur und betet eben auch viel. Ist so, ne? Ja. Und die Tati, sagst du immer so liebevoll, genau. Wie hat die das genommen? Das Kind hat einen Vorteil gehabt, sie hat einen Papa ja noch. Ne? Also neben mir hat sie ja einen richtigen leiblichen Papa dann auch. Und das war ja natürlich für sie, dadurch, dass sie ein bisschen Abstand hatte auch, und es war Sommer und ihre Freundinnen haben alle gespielt, da kam sie so ein bisschen aus diesem Desaster raus. Also sie hatte ihr normales, auch eher glückliches ins Leben. Wir haben ihr ins Schwimmbad geschickt, als dass wir gesagt haben, auch jetzt schon wieder zur Mama und gerade erst noch Intensivstation, Intermediate. Das muss aber auch schwer sein, ne? Irgendwie das Kind dann so gehen zu lassen. Aber du musst das machen. Die müssen ihren Alltag, ihre Routinen, ihre Freuden haben. Das ist schwer genug zu wissen, ich habe eine kranke Mutter. Jetzt habt ihr ja zu dritt dieses Sozialexperiment mitgemacht. Plötzlich arm, plötzlich reich. Heute Abend 20.15 Uhr sehen wir das in Sat.1. Und da habt ihr gesagt, da hat uns die Tatjana eigentlich am besten durchgeführt. Warum? Ja. Wie war das? Also Tata war sehr streng. Also die hat angefangen. Ja, die war sehr konsequent. Sie hatten ja eigentlich gedacht, das wäre andersrum. Wir dachten, guck mal, Tata, die kommt ja aus dem, kann sich ja eigentlich quasi ja fast alles leisten. Die hat ja ihren Papa, die hat ihre Oma, sie hat ihren Opa, sie hat uns. Unbeschwertes Leben. Ja, so. Und da sind wir einfach davon ausgegangen, dass es für Tata vielleicht schwer ist. Aber nee, Tata hat uns so auf die Füße getreten immer wieder. Ja, die hat das wirklich mit Konsequenz und Ernsthaftigkeit. In welcher Beziehung? Wo war sie da am strengsten? Oder das waren verschiedene Dinge. Einkaufen war also wirklich ein Thema. Als ich dachte, ach, das ist aber schön und günstig hier. Und guck mal, wir hatten ja einen Wochenplan für unsere Verpflegung, Kochen etc. aufgestellt. Einkaufsliste. Und ich wurde dann gleich übermütig und dachte, guck mal, das geht noch und das und das. Und da wurde die richtig piefig. Ja. Ne? Da hat die mich dann erstmal zurückgepfiffen. Aber auch mit anderen Dingen. Ne? Weil wir hatten ja auch noch Aufgaben, die wir lösen mussten. Ja. Das war ja nicht so, dass man mit diesem Geld einfach so. Ne, dann wie hattet ihr denn zur Verfügung? 169 Euro. Aber wir mussten, man denkt ja, okay, damit kannst du auskommen. Aber wir mussten ja die wöchentliche Routine der Tauschfamilie leben. Mhm. Und das hat dann beinhaltet, wir sollten für die Tochter einen Rucksack kaufen. Der Sohn brauchte eine neue Jeans. Wir mussten das wöchentliche, wir gehen zum
Griechen Essenritual machen. Also sprich einmal essen gehen, ja, einmal mit der besten Oma, Freundin. Mit der Oma müssen wir ausgehen, Eis essen und mit der besten Freundin abends. Genau, und das musste dann da alles mit noch gedeckt werden. Diese Griechengeschichte, die schauen wir uns mal näher an. Geht das Rechnen schon los? Wie viele Budget hatten wir ausgemacht? Wir haben gesagt 25. Ich möchte Gyros gefällt Fleisch. Und ich hätte gerne Pommes, aber wir können Gyros uns, glaube ich, eine Pommes teilen. Genau. Oben ist Gyros komplett, Pommes, Salat und Tzatziki. Ja, das kostet 9 Euro. 9,98. Ja, 9,1827. Hurra. Guck mal. Komm, wir haben noch so viel gespart. Nein, Fadi, nein. Okay. Nein, vergiss es. Nein, Fanny! Nein, da war das immer so ein Hunger, ne? Ja. Aber beim Griechen, das ging gut aus. Noch eine letzte Frage. Was hat euch das mitgegeben fürs Leben? Was habt ihr oder was hast du gelernt? Also definitiv noch größere Dankbarkeit, dass wir ja wirklich, ich sag mal, uneingeschränkt finanziell unser Leben doch so leben können, wie wir es gerne möchten. Das ist ein ganz, ganz großes Privileg und eine große Freiheit. Das geht ja gar nicht darum, dass man jeden Tag da Unmengen von Geld ausgibt. Aber wenn einem danach ist oder auch wenn was kaputt geht oder wenn man mal krank ist und nicht arbeiten kann, wir sind ja beide selbstständig, wir verdienen wirklich nur Geld, wenn wir arbeiten, dann müssen wir aber uns, da haben wir keinen Stress, sagen wir mal so. Ihr tauscht heute Abend eben wieder, wir sehen das, wie ihr das Leben mit einer alleinerziehenden Mama tauscht. Wir sind sehr, sehr gespannt drauf. Euch alles Gute nochmal für 2019. Dank, ja. Seid eine tolle Familie. Schön, dass ihr da seid. Danke.